Herzlich willkommen hier in diesem Stadion, liebe Zuschauer. Spannende 90 Minuten möchten wir Ihnen kommentieren. Mein Name ist Tom Bayer und Beobachter neben mir Sebastian Hellmann. Hallo Tom, hallo liebe Zuschauer. Sicherlich, das wird heute ganz spannend, aber dass auch der Bessere gewinnen möge. Vor dieser Fußball-Weltmeisterschaft ist ein gehöriger Druck natürlich aufgebaut worden in Bezug auf die deutsche Mannschaft. Ja, die Anforderungen sind hoch, aber bislang haben sie sich eigentlich gut aus der Affäre gezogen. Nicht zuletzt, weil es im Mannschaftskreis anscheinend wirklich stimmt bei dieser Truppe. Und schauen Sie doch mal raus aus dem Fenster. Da fährt kein Auto, da geht kein Fußgänger. Alles, überall, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, alle sitzen vor dem Fernseher und wollen einen Sieg sehen. Deswegen ist der Druck so hoch. So, das Spiel hat begonnen. Wir drücken die Daumen und wünschen uns eine spannende und möglichst ausgeglichene Partie zwischen diesen beiden Mannschaften. Camoranesi. Tja, so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Sauberes Tackling. Totti am Ball. Oh, klasse, Pass. Und jetzt hat er die Chance. Das könnte was geben. Und das war gar nicht so übel gemacht, aber letzten Endes fehlte dann doch ein bisschen zum Tor. Toni. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Ja, das ist aber ein Kinderspiel für den Abwehrspieler. Klasse, Pass. Und ganz abgewehrt, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Nesta. Camoranesi. Cannavaro. Gattuso. Und jetzt setzt er hier die Verteidigung matt. Gattuso. Giladino. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Tja, das war sein Ball. Das war sein Ball. Gattuso. Und die Einstellung stimmt, er holt sich den Ball. Klose. Schneider. Frings. Und das ist Schweinsteiger. Schneider. Ja, und die deutsche Mannschaft hat hier im eigenen Land natürlich ein Ziel. Sie würden gerne zum vierten Mal Fußball-Weltmeister werden. Camoranesi. Frings. Gut vorausgeahnt, wo der Ball hinkommt und ihn gleich erobert. Podolski. Na, klasse Aktion. So, und jetzt müssen sie sich hinten voll konzentrieren. Das könnte eine gute Chance werden, wenn er jetzt flankt. Ja, so wünscht sich das jeder Trainer. Die Viererabwehr da hinten steht sehr kompakt, sicher und solide. Camoranesi. Zambrotta. Pirlo. Und den Ball hat er ihm ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Klose. Und Lukas Podolski. Ja, klasse, was sie da für Druck aufbauen im Mittelfeld. Und in der Abwehr stehen sie kompakt und resolut. Eine schöne hohe Flanke in den 16er. Jo, das sieht vielversprechend aus. Gattuso. Pirlo. Tja, da schaut man gerne zu als Fußballfan. Bastian Schweinsteiger. Klose.
Pirlo. Ja, Zweikampfstärke zeichnet ihn aus, zeigt er auch wieder in dieser Situation. Ein wunderbarer Pass. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Totti am Ball. Camoranesi. Einwurf. Und da musst du die Lücke erstmal finden. Die stehen hinten so kompakt. Jetzt Ballack. Schweinsteiger. Und das könnte jetzt eine Möglichkeit werden. Toni. Lahm. Ja, Schweinsteiger. So, und sie bekommen einen Einwurf zugesprochen. Totti. Pirlo. Camoranesi. Gut gemacht. Ich glaube kaum, dass die Fans das gerne gesehen haben. Einige wollen einen Freistoß, aber den gibt's nicht. Lahm. Oh, das war ein guter langer Ball und jetzt könnte es gefährlich werden. Er klärt die Situation mit einem Kopfball. Und Totti. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Toni. Und der Ball fliegt in den Strafraum. Oh, da hat er mit einem Kopfball die Situation bereinigt. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelöst. Schneider. Oh, die Fahne ist oben. Oh, da bin ich mir nicht so sicher. Abseits, na, vielleicht habe ich mich ja auch geirrt. Zambrotta. Ja, da sieht man, der Abwehrspieler kann das Spiel lesen und kommt prompt in Ballbesitz. Und da gibt es kein Vorbei, kein Durchkommen in dieser Situation. Totti am Ball. Friedrich. Schneider. Schön mit der Brust gestoppt. Oh, was den Pass angeht, hat er jetzt die Qual der Wahl. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Die erste Halbzeit ist fast vorbei und die Zuschauer haben noch keine Tore gesehen. Podolski. Totti. Ja, jetzt ist die andere Mannschaft in Ballbesitz. Jetzt mal was draus, Junge. Pirlo. Camoranesi. Pirlo. Camoranesi, Gattuso, also das ist schon klasse, diese Abwehrarbeit. Und der Trainer ist hoch zu... Und was macht jetzt der Keeper? Podolski, Camoranesi. Das war's in der ersten Halbzeit, der Spielstand 0:0. Oh, die erste Halbzeit ist vorbei. Was sagst du zu den ersten 45 Minuten, Sebastian? Noch ist hier nicht entschieden, wer ins Finale einzieht. Klar ist nur, dass das heute für einige Spieler die letzte Chance ihrer Karriere ist, in ein WM-Finale einzuziehen.
So, beide Trainer werden mit Sicherheit die Leistung ihrer Mannschaft in der Pause analysiert haben. Und wir sind jetzt gespannt darauf, ob es taktische Änderungen geben wird. Er nimmt ihm einfach den Ball ab. Klose. Und das ist Ballack. Oh, die Verteidigung unaufmerksam. Herrliche Flanke. Und da ist der Kopfball. Ja, das war für den Torhüter viel schwieriger, als es aussah. Gutes Stellungsspiel. Gut gemacht vom Keeper. Ja, Schweinsteiger. So, den Ball hat er sich zurückerobert. Jetzt muss er einen Mannschaftskameraden finden. Ja, sie haben sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Jetzt Ballack. Mertesacker. Michael Ballack. Und so sieht beim Tackling perfektes Timing aus. Lahm. Das war ein richtiger Zuckerpass. Klose. Ah, das war eine tolle Ballstaffette. Herrliche Ballstaffette da über mehrere Stationen. Podolski. Kaum eine Gelegenheit. Die Abwehr steht glänzend. Kompliment. Pirlo. Und Totti. Camoranesi. So, den Ball hat er schon mal. Jetzt muss er nur noch einen freien Mitspieler finden. Cannavaro. Mit der Brust. Schöner Pass in den Lauf. Ja, und jetzt gibt es nur noch eine Richtung nach vorne. Ja, schön, da lassen sie den Ball laufen. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem Kombinationsfußball eine Chance. Zieh ab, Junge! Ja, das war mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Ja, der war schon im Tor aus. Dann muss es Eckball geben. Das könnte ein Tor geben. Klasse Abwehrleistung. Und das ist Schweinsteiger. Trinks. Lahm. Ja, schöner Ball und der geht bis weit ins Mittelfeld. Klose. Friedrich. Pirlo. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß ran. Camoranesi. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Gattuso. Klose. Lahm. Schweinsteiger in den 16er. Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Trinks. Friedrich. Schneider. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Camoranesi. Immer noch kein Tor. Italien möchte jetzt den Bann brechen. Camoranesi. Gattuso. Die Chance muss er nutzen. Ah, schönes Tackling. Michael Ballack. Ja, der Einsatz war in Ordnung. Und also die Abseitsfalle funktioniert. Das kann man nicht anders sagen.
Also, die Fahne ist oben, abseits. Da muss er aber ein sehr gutes Auge gehabt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist. Frings. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Da hat er geahnt, wohin der Ball kommen würde. Und Tor! Sie haben die Chance genutzt und diesen wichtigen Treffer erzielt. Wunderbar, da stellt er seine Kopfballstärke eindrucksvoll unter Beweis. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, das er jetzt endlich, endlich erzielt hat. Ja, und so ging es einfach nicht weiter. Da muss der Trainer reagieren, da muss der Trainer ein Zeichen setzen. Schwache Partie von ihm und deswegen gibt es jetzt hier die Auswechslung. Sie liegen in Führung und fast stehen sie schon im Endspiel. Ja, mit gestrecktem Bein an den Ball gekommen, das war eine tolle Grätsche. Jetzt Ballack. Podolski und mit den Fingerspitzen wehrt er den Ball soeben noch ab. Bringt den Ball gut unter Kontrolle. Schweinsteiger. Da ist ein. Oh, den Ball kann er nicht festhalten. Nur raus aus dem 16er mit dem Ball. Um Himmels Willen raus. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul. Und das muss die gelbe Karte geben. Und das ist die gelbe Karte für die Grätsche von hinten. Ja, man kann ja über den Schiedsrichter sagen, was man will, aber diese gelbe Karte geht uns völlig in Ordnung. Camoranesi. Totti. Ah, Schweinsteiger. Und das ist Ballack. Ganz faires Tackling. Überhaupt keine Frage. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Völlig zurecht. Und das ist Schweinsteiger. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Camoranesi. Das gehört ja auch dazu, vorauszuahnen, wo kommt der Ball hin und er ist da. Podolski. Lahm. So, der Ball kommt genau auf den Mann und was macht er draus? Oh, da gehen sie aber ein Risiko ein, hinten in der Verteidigung, auch wenn jetzt hier auf Abseits entschieden wurde. Zambrotta. Gattuso. Jones. Und das kann er ja. Lange Bälle spielen. Ballack. Toni. Erstklassiges Zuspiel. Toller Pass in die Gefahr. So, wie fein. Das war beim letzten Augenblick, dass er da irgendwie mit den Fingerspitzen noch hinkommt, der Torhüter. Camoranesi. Pirlo. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Und Lukas Podolski. Lahm. Das ist die Gelegenheit. Oh, den Kopfball hat er gut getroffen, aber der Ball geht weit am Tor vorbei. Da ist er ja umringt von Gegenspielern. Was soll er da machen? Er versucht es ja wenigstens nicht. Und in dieser Begegnung gibt es jetzt die erste Einwechslung eines neuen Spielers. Und der Schiedsrichter beendet die Partie und die Hoffnungen hier ins Finale, um die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 einzuziehen, sind beendet. Eine ganz, ganz bittere Enttäuschung. Endstation, Halbfinale,
Das ist natürlich bitter. Es bleibt nur das Spiel um Platz 3. Aber was ist das für ein Spiel, dieses kleine Finale, wenn man eigentlich ins Finale wollte. Aber sie sind raus. Schade.